Es saßen in dem vatikanischen, berühmten vatikanischen Konzil die Deutschen neben den polnischen Bischöfen. Sowohl die Polen wie die Deutschen hatten in ihrem Theologiestudium etwas über Feindesliebe gehört. Und es war ihnen zunehmend peinlich, beiden übrigens. Es gab, wie auch die EKD-Ostschrift festgestellt hat, eine Sprachlosigkeit zwischen Deutschen und Polen. Man bedenke, es war 1965, gerade erst 20 Jahre danach. 20 Jahre, nachdem Deutschland unter Hitler den Polen unendliches Leid zugefügt hatte, was man einfach nicht wegdenken konnte, was wie eine Barriere zwischen Deutschen und Polen stand. Die Deutschen voller Scham, die Polen voller Zorn. Beides berechtigt. W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was siedzących tu na ławach kończącego się soboru nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i ojcowie soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański.